Willkommen auf Taurus 4. Gibt lauschigere Plätzchen in diesem Sektor. Letzte Woche sind ein paar unserer Wissenschaftsoffiziere losgezogen, um nach Protoss-Artefakten zu suchen, und diese Eierköpfe sind immer noch nicht zurück. Da draußen kann's hässlich werden. Als erstes müssen sie eine Basis einrichten und einen Suchtrupp rausschicken. Ihre Kommandozentrale kommt gerade an. Sie werden ein paar WBFs für den Basisaufbau und die Ressourcengewinnung brauchen. Der Mineralienvorrat ist gefährlich niedrig. Lassen Sie die WBFs mit dem Abbau anfangen. Darf sonst noch was sein? Schlechte Neuigkeiten? Was nicht passt, wird passend gemacht. Aha. Ziehen Sie mit Linksklick einen Auswahlrahmen um die WBFs. Geben Sie dann mit Rechtsklick auf einen Mineraliencluster den Befehl zum Abbau. Juhu! Überstunden! Was wichtig hat? Verstanden! Was liegt an? Ziehen Sie mit Linksklick einen Auswahlrahmen um die WBFs. Geben Sie dann mit Rechtsklick auf einen Mineraliencluster den Befehl zum Abbau. Ziehen Sie mit Linksklick einen Auswahlrahmen um die WBFs. Geben Sie dann mit Rechtsklick. Und schon geht's los. Die machen weiter, bis Sie den Befehl zum Aufhören geben. Denken vermutlich, wir bezahlen Überstunden, was? Am oberen rechten Bildschirmrand haben Sie einen Überblick über Ihre Mineralienvorräte. Wir haben einen ziemlich großen Mineralienbedarf. Es wird Zeit, ein paar zusätzliche WBFs zu bauen. In der Kommandozentrale können Sie welche ausbilden. Langsam haben Sie den Dreh raus. Es braucht Zeit, bis WBFs bereit sind, aber Sie können währenddessen noch ein paar auf die Warteliste setzen. Wir brauchen 12 WBFs für einen optimalen Abbau an der Stelle. Ich werde Ihnen am linken oberen Bildschirmrand sogar eine Zielvorgabe anzeigen lassen, dann können Sie Ihren Fortschritt im Auge behalten. Nichts zu danken. Hier draußen ist nichts umsonst. Jede Einheit in der Basis kostet uns eine gewisse Menge Vorräte. Wir nennen das Versorgung. Am oberen rechten Bildschirmrand sehen Sie, wie viel der verfügbaren Versorgung derzeit beansprucht wird. Einmal am Maximum können wir niemanden mehr ausbilden. Die gute Nachricht ist, WBFs können Versorgungsdepots bauen, die unsere Kapazitäten erhöhen. Geben Sie einem WBF den Befehl zum Bau eines Versorgungsdepots. Klicken Sie mit der linken. Alles klar, das ist erstmal beschäftigt, bis das Depot steht. Danach können Sie ihm neue Anweisungen geben. Genau so. Na also, mehr WBFs brauchen wir nicht. Als nächstes brauchen wir eine Kaserne, um unsere Truppen auszubilden. Wählen Sie ein WBF aus und geben Sie den Befehl zum Bau. Yep. Na, das ist doch mal eine 1A-Kaserne, was? Dann bilden wir am besten erstmal ein paar Space Marines aus. Wir brauchen 5 von ihnen, bevor wir ausrücken können. Ihre Zielvorgabe wurde aktualisiert, damit sie auf dem neuesten Stand sind. Jetzt geht's rund! Bereit machen, Jungs!
aber sicher. Hier komm ich! Aber sicher! Worauf soll ich ballern, Sir? Kann's kaum noch erwarten. Wenn Sie so weitermachen, fallen Sie ruckzuck die Leiter rauf. Dann schicken wir die Space Marines mal los. Wird Zeit, nach den vermissten Wissenschaftlern zu suchen. Wählen Sie Ihre Space Marines aus und schicken Sie sie zu der Brücke. Warten! Abmarschbereit! Wählen Sie Ihre Space Marines aus und schicken Sie sie über die Brücke, aber halten Sie die Augen offen. Kann's kaum noch erwarten. Kommt noch was? Sekunde, Commander. Ich empfange gerade Daten von unserer Scannersuche. Sie hat Zerg-Biosignaturen in dem Gebiet festgestellt. Da sollten wir äußerste Vorsicht walten lassen. Nutzen Sie Ihren Angriffsbefehl, während die Space Marines unterwegs sind. Dann können Sie notfalls auf Feindfeuer reagieren. Da sind unsere Wissenschaftler. Oder was von ihnen übrig ist. Ich verständige besser mal das Hauptquartier. Halten Sie die Stellung und warten Sie auf weitere Anweisungen. Ah, ein neuer Diener. Ich bin deine Brutmutter. Und du wirst mir bis in den Tod dienen. Zuallererst wirst du die Terraner für ihre Einmischung auf diesem Planeten leiden lassen. Ich werde bald mit Verstärkung zu dir stoßen. Bereite diesen Schwarmcluster auf meine Ankunft vor. Die Brutstätte ist das Herz unseres Schwarmclusters. Sie erzeugt automatisch und regelmäßig neue Larven, die wir dann zu nützlicheren Formen morphen können. Deine Versorgung stößt an ihre Grenzen. Daher kann der Schwarm nicht weiter wachsen. Morphe eine Larve zu einem Overlord, um deine Versorgung zu erhöhen. Ja, solange dein Schwarm sich vergrößert, musst du auch weiterhin Overlords morphen, um die Versorgung zu erhöhen. An deiner Brutstätte sind weitere Larven geschlüpft. Morphe sie zu Drohnen und wir werden den Schwarmcluster wachsen lassen. Du hast jetzt zwei Larven ausgewählt. Klicke zweimal auf die Schaltfläche zu Drohne morphen, um beide Larven in Drohnen zu verwandeln. Gut. Drohnen bauen je nach Bedarf Ressourcen ab oder mutieren zu Gebäuden. Für die Eroberung dieses Planeten wirst du eine Armee benötigen. Um diese zu erschaffen, ist ein Brutschleimpool nötig. Befehle jetzt einer Drohne, dazu zu mutieren. Um einen Brutschleimpool zu erschaffen, wähle zunächst eine Drohne aus. Klicke auf die Schaltfläche. Klicke mit der linken Maustaste auf den Boden. Wenn du eine Drohne zu einem Gebäude mutierst, kann dieser Prozess nicht umgekehrt werden. Du solltest mehr Drohnen erschaffen, um diesen Verlust auszugleichen. Dieser Brutschleimpool wirkt giftig und übelriechend. Ausgezeichnet. Morphe jetzt deine Larven zu Zerglingen.
Du hast genügend Larven, um mehr Zerglinge zu morphen. Wir sollten keine Zeit verlieren. Jede Larve teilt sich in zwei Zerglinge. Ihre Stärke liegt in ihrer Anzahl. Jetzt werde ich dir zeigen, wie du höher entwickelte Diener erschaffen kannst. Dafür benötigst du jedoch Vespin-Gas. In der Nähe gibt es einen Vespin-Geysir. Vorzüglich! Zunächst musst du eine Drohne anweisen, auf dem Geysir zu einem Extraktor zu mutieren. Sobald die Mutation abgeschlossen ist, können andere Drohnen dort Gas fördern. Du benötigst 3 Drohnen am Extraktor für eine effiziente Vespin-Gasförderung. Wähle eine Drohne aus und... Ja, deine Gasvorräte kannst du am oberen rechten Bildschirmrand einsehen. Deine Brut ist immer noch schwach. Eine Schabenhöhle wird dir gestatten, stärkere Kreaturen zu morphen. Interessant. Dein Verstand entwickelt sich ebenfalls. Deine Schabenhöhle ist bereit. Du kannst mit der Metamorphose von Schaben beginnen. Schaben wurden zur Schadensabsorption gezüchtet. Ihre Ausdauer wird dir bei der Eroberung dieser Welt gute Dienste leisten. Bereit, über meine Brut zu gebieten. Enttäusche mich nicht. Lass die Terraner vor unserer Macht erzittern. Kämpft härter! Macht ihre Basis dem Erdboden gleich! Gib ihnen den Rest! Vernichte ihre Basis! Hier ist die 21. Sturmdivision von Taurus 4. Wir werden von Zerg angegriffen. Kommen! Bitte sofortige Evakuierung! Wir benötigen... Die Zerg haben diese Welt und alles darauf für sich beansprucht. Mir gehört, Krieger. Wir konnten ein terranisches Notsignal von Taurus 4 empfangen. Der Planet wurde von Zerg überrannt. Das werden wir nicht hinnehmen. Wir müssen den Feind sofort vernichten. Diese Koordinaten sind der Ursprung der terranischen Partei.
Es scheint, ihre Krieger sind bereits der Verseuchung anheimgefallen. Schenken wir ihren Seelen Frieden. Ganz wie ihr wünscht. Unsere Truppen werden von ihren Schilden geschützt. Sie regenerieren sich schnell, solange sie keinen weiteren Schaden erleiden. Wir müssen weiter vordringen. Ich muss in Erfahrung bringen, wie weit die Zellverseuchung sich verbreitet hat. Wir bleiben im Verborgenen. Faszinierend. Meine Befürchtungen bestätigen sich. Diese Welt ist im Untergang geweiht. Ich werde zu ihrer Reinigung die Hilfe der Goldenen Armada benötigen. Die Zerg werden uns bald mit ihrer schieren Anzahl überrennen. Wir müssen uns zurückziehen. Wie ihr befehlt. Unsere Hexer sollten durch ihre Transitfähigkeit in der Lage sein, die Trümmer zu überwinden. Gut. Diese Gebäude wurden vor langer Zeit aufgegeben. Wir können sie reaktivieren und hier bis zum Eintreffen der Armada die Stellung halten. Unsere Warpknoten benötigen Pylonen für ihre Energieversorgung. Weiß eine Sonne an, eine Pylonen heranzuwarpen. Pylonen treiben Gebäude in der Nähe an und versorgen unsere Truppen. Unsere Sonden arbeiten hocheffizient. Nach der Initiierung des Warp-Prozesses können sie bereits anderen Aufgaben zugeteilt werden. Die Warp-Knoten sind nun betriebsbereit. Wir sollten sie nutzen, um Berserker heranzuwarpen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ayur. Na dann, Dailan! Mein Leben für Ayur. Wir sind die Klingen. Mein Leben für Ayur. Gerechtigkeit wird herrschen. Mein Leben für Ayur. Exzellent. Wir verfügen jetzt über genug Berserker. Allerdings sind wir ohne Hexer nicht in der Lage, im bevorstehenden Kampf standzuhalten. Um sie heranzuwarpen, benötigen wir einen Kybernetik-Kern. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Klickt mit der linken Maus. Ausgezeichnete Arbeit. Mit Hexern werden wir diesen Zerg schnell herren. Verwendet mich! Ihr müsst zusätzlich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Vortrefflich. Initiiere Warp-Sequenzen für die Hetzer an euren Warp-Knoten. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen.
Ich bin hier in den Schatten. Ihr seid auf mich angewiesen. Wir verfügen über genug Hexer, um fortzufahren. Doch es ist nach wie vor äußerste Vorsicht geboten, Brüder. Die Zerg nähern sich unserem Nexuspunkt. Krieger, rüstet euch für die Schlacht! Der Feind bricht durch unsere Linien! Wir müssen durchhalten! Ihr habt nicht genügend. Ich bin hier in den Schatten. Meine Krieger, eure Tapferkeit hat uns zum Sieg geführt. Die goldene Armada ist eingetroffen. Wir sind die Klingen, Ayu. Wir sind der Schwarm. Zahllos, unbarmherzig. Initiere Massenrückruf. Schwächlinge, ihr verkriecht euch im Angesicht der Schlacht. Nein. Wir vereinen unsere Kräfte, denn wir sind eins.